Hallo und herzlich willkommen zum Mittwoch. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich, wie üblich, lese die Losung für den Mittwoch des Mittwortes. Sie steht in Jesaja 54 und lautet: Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Dieser Vers steht im Zusammenhang der babylonischen Gefangenschaft. Das Volk Israel, so deutet es selbst, hat sich von Gott abgewandt und als Strafe sind sie in Gefangenschaft geführt worden. Sie haben den Krieg verloren. Und sie sind dort in Gefangenschaft. Und das wohl mindestens seit und für eine Generation. Und jetzt stellt Gott ihnen in Aussicht, dass sie wieder zurückkehren. Zurückkehren nach Israel, nach Jerusalem, zu ihrem Glaubenszentrum und Lebenszentrum, zum Tempel, der zerstört war. Und das sind die Worte, mit denen Gott sozusagen das Volk Israel darauf vorbereitet, ihnen Mut macht. Er sagt ihnen eben, es wird einen Weg geben zurück und ihr werdet wieder unabhängig leben. Ihr werdet nicht länger Kriegsgefangene sein, ihr werdet wieder frei sein. Ihr werdet wieder frei sein. Ich weiß nicht, ob in deiner Familie, ob es da Menschen gibt, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, Kriegsgefangene gewesen sind. Wer Kriegsgefangene war, der weiß, was solche Sätze bedeuten. Dass du wieder frei sein darfst, dass du nicht sozusagen jeden Tag kontrolliert wirst, dass du nicht eingesperrt bist. Aber noch mehr, Gott sagt hier, denn du sollst nicht zu Schanden werden. In diesem Kapitel geht es darum, dass Gott sagt, ja, und was gewesen ist, ihr Volk Israel, ihr habt etwas verkehrt gemacht, aber das soll nicht mehr gelten. Also fürchtet euch nicht sozusagen nach dem Motto, es geht zurück einen Schritt, aber immer noch erhobener Zeigefinger und ein wirklicher Neuanfang ist es dann doch nicht. Sondern dieses fürchte dich nicht, das bedeutet hier ganz konkret, fürchte dich nicht vor deiner Geschichte, vor deiner Schuld, die du begangen hast. Das, was gewesen ist, soll keine Macht mehr über dich haben. Du, Volk Israel, darfst von Neuem anfangen. Dich soll das, was gewesen ist, das soll dich nicht mehr gefangen nehmen. Was für eine wunderbare Nachricht, oder? Kannst du das hören mit deinem Kopf, mit deinem Herzen? Dass das Anliegen unseres Gottes ist, dass das, was wir erlebt haben, ob das eigene Schuld ist oder Schuld, die andere Menschen an uns begangen haben, dass das einfach keine Macht haben soll in unserem Leben mehr. Sondern dass es im Glauben immer die zweite Chance gibt, immer die Möglichkeit, neu anzufangen, immer wieder der Furcht die Macht zu nehmen. Denn mal ehrlich, das ist doch so. Und einen Schritt weiter, jetzt zur Losung aus Matthäus 28. Der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Auferstehungsszene, die Frauen sind da, die wollen den Leichnam salben. Und dann steht der Engel da und sagt: Fürchtet euch nicht. Wieder dieses: fürchtet euch nicht. Versteht ihr das? Dieser Zuruf hier, der ist der sozusagen, auch der Tod soll keine Macht mehr haben. Nicht nur sozusagen eigene Geschichte, sondern auch der Tod soll keine Macht mehr haben. Das, was uns, glaube ich, innerlich ganz viel drängt, wo ich das so oft erlebe, nach dem Motto, solange es geht, so viel wollen wir irgendwie im Leben erleben, weil wir haben ja nur dieses eine Leben. Es muss alles rein. Was für eine Befreiung. Was für eine Befreiung im christlichen Glauben, dass du gesagt bekommst, nein, das ist nicht Schluss und du musst nicht alles haben. Du kannst auch manche Widerwärtigkeiten ertragen oder auf manches verzichten. Du kannst dich, so würde ich es umgekehrt formulieren, eben dich verschenken an eine Sache und dich hingeben und sagen, muss ich nicht alles. Also nicht wenigstens 143 Länder bereist haben, vielleicht reichen ja auch 7. Versteht ihr, diese Befreiung, dieses fürchtet dich nicht, die Furcht, die Angst, die in unserem Herzen ist, dass wir Tod erleben können. Nein, diese große Angst, dass wir zu kurz kommen, diese Angst, dass wir nicht sind, dass wir nicht vorkommen, diese Angst, die soll im Namen Gottes keine Macht haben in deinem Leben. Das ist ein Zuspruch. Das kann ich mir nicht selber sagen. Dafür brauche ich jemanden, der mir das zusagt. Das ist Gott. Vielleicht weißt du es auch konkret.
Vielleicht gehst du diese Woche hin und lässt dir das von jemandem sagen diese Woche. Fürchte dich nicht. Die Furcht soll keine Macht haben in deinem Leben, sondern du sollst frei sein. Vielleicht gehst du auch hin und sagst es jemandem anderen zu. Das geht auch. Aber mach das doch mal konkret. Das braucht es. Noch einmal, es geht nicht um Furchtlosigkeit. Es geht nicht darum, keine Angst zu haben. Es gibt Situationen, da muss man Angst haben. Und da ist Angst ein guter Ratgeber, weil er mich zur Vorsicht bringt. Darum geht es nicht. Sondern es geht um das, was mich niederdrückt, was mich an der Entfaltung meiner Persönlichkeit hindert. Weil du vielleicht immer als Kind gesagt bekommen hast, nein, das kannst du sowieso nicht, das kannst du sowieso nicht. Du kannst nicht tanzen, du kannst nicht tanzen, du kannst nicht tanzen. Du bist sowieso ungelenkig. Und du willst es doch. Und dass diese Worte, dass die keine Macht mehr bei dir haben, sondern fürchte dich nicht, geh mutig los, trau dich, lebe. Verstehst du? Das ist so wunderbar. Das ist die Grund, würde ich sagen, fast die Grundformel und Zusammenfassung des christlichen Glaubens. Fürchte dich nicht. Gott möchte, dass du als aufgerichteter Mensch durchs Leben gehst. Dass du mit deinen Fähigkeiten dich entfaltest. Dass du einbringen kannst in die Gemeinschaft, was in dir steckt. Und auch zu deinem Wohl. Hey, Gott möchte nicht, dass du niedergedrückt bist, sondern dass du frei sein kannst. Vielleicht willst du ja auch am Sonntag zum Gottesdienst kommen. Wir haben Gottesdienst mit Geburtstagssegen. Und wenn du keinen Geburtstag hattest, dann komm vielleicht doch trotzdem zum Segnen, dass wir dir das zusprechen. Das wäre so schön. Ich lade dich herzlich ein, aber lass dir das zusprechen. Nimm das mit als meine Zusage jetzt hier an dich. Fürchte dich nicht. Geh deinen Lebensweg in der Gewissheit, dass Gott an deiner Seite ist und dass er möchte, dass du aufgerichtet lebst. Und frei. Amen.